Moin Leute, willkommen zurück zu Warframe. Wir sind immer noch in unserer Mission von Konzo unterwegs. Gegen die etwas harten Gegner, ja. Ich hoffe bloß, dass wir jetzt nicht noch jeweils einmal sterben, weil dann ist die Mission nämlich vorbei. Wir werden auf jeden Fall nicht mehr auf das Ding da ballern. Da auf uns zu, ne? Alter, was ist denn da auf uns? Und wir sind schon tot. Auch nicht verkehrt. Was ist denn das, was da auf uns ist? Das war da hinten, die wird. Und jetzt? Welchen Prozessor? Hä? Prozessor mit Dings auf. Geht der da wieder ins MG, oder? Hätten wir vorher kaputt machen sollen. So, wir sollen ja da irgendwas sammeln. Werden wir sterben. Schießen die denn da? Welche komischen Raketen oder was? Jetzt ja. Und Gesundheit und Muni. So, Krugduel gesammelt. Sollen wir hier immer noch mehr Zeug sammeln? Boah, was die da aushalten. Junge, Junge. Was will er denn? Ich doch mal nachfragen. So, wir haben nur noch spezielle Zeit. Was ist denn? Stehe ich hier nicht. Was wollen wir mit dem Ding machen? So, von der Map her ist das gleiche wie letztes Mal. Nehmen
wir das mal auf und gehen mal da rein. Wir müssen das Ding in der Hand haben, wenn wir die Dinger hier einhaben. Oh, wir sind wieder tot. Einmal können wir uns noch wieder beleben. Und das schon wieder gleich am Start. Und wir sind tot. Wir sind gescheitert. Ja, weiß nicht, was das hier immer ist. Gut, ich glaube, das war ein bisschen zu hart für diese Mission. Leckt hier aber auch richtig hart. Mal kurz gucken. Wir denn jetzt mit der Nova noch weiterspielen? Früher war das ja so, dass wenn man viermal tot war, dass man dann erstmal einen Tag mit dem Warframe nicht mehr spielen konnte. Wenn da die Missionshöhen bei, so wie stark die Gegner sein werden. Das, wo ist denn hier die Maus? Da. So. Oh ja. Wir haben die 40 bis 50 gespielt. Allein. So, was ist das hier unten? Da gibt's. Hier gibt's die ganzen Gara-Sachen. Wir werden das einfaches Spiel. Also für diese Mission war zu wenig Damage gemacht oder zu wenig ausgehalten. Weil die Nova, die hält ja nicht so viel aus. Jo. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Ich bin schon wieder alleine. Das war nicht so klug. Hauen wir mal lieber ab. Ich hoffe, der verfolgt uns jetzt nicht. Ich glaube, der verfolgt uns jetzt. Ich glaube, den hätten wir nicht so angreifen sollen. Ah, an dem Büschen gibt es also auch Loot. Was ist denn das Rote da schon? Das ist das Lager, oder? Genau, und die fliegt jetzt. Die fliegt jetzt durch das Ding da durch, wa? Die fliegt doch jetzt genau auf das Riesenvieh dazu, oder?
Okay, da hinten gibt es auf jeden Fall Gegner. So, die sind natürlich ein bisschen einfacher. Ohne fliegt so schnell. Der große scheint jetzt hier weg zu sein. Ne, da links, lol. Gut, dann gehen wir hier mal ein Stück weg. Weiß auch nicht, ob man hier... man jetzt die Phasen geschafft hat und dann einfach weiterspielen darf. Der große rennt da immer noch rum. Da hinten. Aber warum? Ist so weg. Vor allem, was probiert der da dann zu machen? Die kommen auch nur nachts, ne? Weiß auch nicht, wie wir den Großen überhaupt da besiegen können. Ich denke mal alleine sowieso nicht. Das hier. Was machen die denn? Was sind das hier für kleine Vieh? Warum kann man die jetzt nicht mehr töten? Will die uns mal in Ruhe lassen? Da sind noch mehr. Finde das Ziel für die Gefangenen. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen einfacher als das andere Annahme. Ich frage mich jetzt gerade, warum hier diese Viecher herumkommen. So, ging hier bloß Endo. Natürlich. Das kriegen wir hin. Hat denn der geschossen? Würde ja mal interessieren. Jetzt sind wir ja hier alleine unterwegs, ob man... Wenn man hier normal auf diese Welt geht, da spawnen die Dinger ja bestimmt auch, aber ob dann da halt auch mehr Leute rumlaufen. Da oben war schon das Lager. Oh, jetzt sind hier wieder die Viecher. Was wollen die denn hier? Vor allem, die töten die ganzen Viecher hier. Wozu gehören die denn? Köder. Ziele zerstören. Welche Ziele denn?
ist jetzt das erste Ziel? Hä? Das war jetzt hier ein Ziel? Oder? Ziele zerstören. Zerstör die Vorräte. Ach so. Was schicken die wieder hier? Ausdehnung haben wir bekommen. Mhm. So. Eidolon-Köder. Also die ködern hier sogar diese Viecher. Was ist denn das? Kann man das scannen? So, wo war denn hier unser Home Sweet Home? Ja, von da hinten gekommen und den Berg da hinten. Dann könnte das irgendwo da sein. Aber auch der große Umlauf. Kämpfen mit uns. Und wieder so eine Vieh. So, jetzt müssen wir hier noch über den Fluss. Ja. Yeah. Da hinten müsste unser Ziel sein. Hier vorne sogar. Wo spielen wir jetzt hier eigentlich Solo? War das noch alles auf Solo gestellt? Okay. Ich glaube, das ist nicht so normal, Solo zu spielen. So. Ziemlich viel Blödsinn bekommen, aber wir haben auf den Low Level mal bestanden. Ist das nicht schön? Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für diesmal. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Ja, Spitze, bedanke mich. Tschüss.